Ah, Tungdil. Ich hatte mich schon gefragt, wann du vorbeikommst. Ich danke euch und Jerun. Ihr seid im richtigen Augenblick erschienen. Darf ich fragen, wieso? Du bist schuld. Deine Rede über die Verantwortung gegenüber meinem Reich? Lot Ionan war ein guter Lehrmeister. Ihr Gesicht verdüstert sich, als sie an den alten Weggefährten denkt. Not-On hat den Tod aus 100 Gründen verdient. Deswegen kehrte ich zu den Zweiten zurück und nahm mir die Bücher noch einmal vor. Ich entdeckte eine Passage, dass die Feuerklinge ihre Wirkung gegen das Böse nur dann entfalten kann, wenn sie von einem Feind der Untergründigen geführt wird. Ein Feind der Untergründigen? Es dürfte schwer sein, einen Ork für unsere Sache zu gewinnen. Ich wollte nicht lauschen, aber ich kenne vielleicht eine Lösung für das Problem. Albe gehören auch zu euren Feinden, oder nicht? Was zum... Halb Mensch, halb Alb. Meine Mutter vermachte mir ihre Gaben und ihre Waffen. Von meinem Vater bekam ich wenig, aber seine Augen sind von Vorteil. Also ja, Namora ist eine Albin. Das wäre mal geklärt. Bist du dir sicher, was den Feind der Untergründigen angeht, Andokai? Bist du dir sicher, dass nur ein Feind der Untergründigen die Feuerklinge benutzen kann? Wie eine normale Axt benutzen kann sie jeder. Aber ihre magische Kraft entfalten kann nur ein Feind der Unterirdischen. Ich weiß nicht viel über sie, aber eine Halbalbin dürfte als Feind aller Zwerge gelten. Ja. Welche Leute erfinden eine Waffe, die nur dann funktioniert, wenn sie wenn ein Feind sie in den Händen hält? Das ist irgendwie so, als ob ich ein Gewehr baue und meinem schlimmsten Feind sage, ich kann es nicht benutzen, nur du kannst es benutzen. Hier nimm's. naja, gut. Also schön, dann wirst du die Feuerklinge tragen, Namora. Also schön, du wirst die Feuerklinge im Kampf gegen Not-On führen. Nur, dafür müssen wir sie erst einmal haben. Du sagst es. Mit einem knappen Nicken verabschiedet sich die Schauspielerin. Wie geht's? Also, Namora ist weg. Fragen wir mal, wie es Jerun geht. Wie steht es um Jerun? Konnte dir ihm helfen? Es geht ihm gut. Nach einer Rast sollte er wieder bei vollen Kräften sein. Du weißt immer noch nicht, was für ein Wesen sich unter der Rüstung befindet. Aber die Kräfte der Maga scheinen gute Arbeit geleistet zu haben. Die Ersten haben uns angeboten, seine Rüstung auszubessern. Und wenn einem die besten Schmiede des geborgenen Landes so etwas anbieten, sollte man es annehmen. Ja, und wie steht es um euch? Ihr seht sehr erschöpft aus. Ihr geht wahrscheinlich langsam nicht mehr aus, ja? Kräften. Ihr seht etwas erschöpft aus. Ich will dich nicht anlügen. Ich war schon zu lange nicht mehr in einem Gebiet mit Magiefeldern, aus denen ich neue Kraft schöpfen könnte. Meine Macht verrinnt wie Wasser aus einem löchrigen Wasserschlauch. Ist das vielleicht ein Weg um Not-On? Nein, darauf würde ich mich nicht verlassen, selbst wenn wir ihn aus den Zauberreichen fernhalten könnten. Das Wesen, das in ihm wohnt, hat ihm ungeahnte Macht verliehen. Ja. Und wie konnte der Albe euren magischen Schild zerstören? Wie konnte Sintoras euren Schutzschirm überwinden? Können Albe Magie benutzen? Nein, sicherlich nicht. Ich weiß zwar nicht viel über ihr Volk, aber ich denke, es handelt sich um angeborene Dinge. Dunkelheit heraufbeschwören, Feuer löschen, Träume verändern. Kleinigkeiten, die Menschen in Furcht erstarren lassen und die für die Legenden um ihr Volk sorgen. Sintoras hat eine List benutzt, keinen Zauber. Wir haben zwei Albae nahe Königstein getötet. Sie hatten Kristalle bei sich, die sie von Not-On bekommen haben, um sie gegen die Zauber der Magi zu schützen. Solch einen Stein muss er benutzt haben. Ruht euch aus und ich hoffe, ihr seid im Morgengrauen noch hier. Die Maga wirft dir einen vorwurfsvollen Blick zu. Keine Sorge, wir stehen dir bei, bis diese Expedition ihr Ziel erreicht hat. Es tut gut, die Maga und ihren Begleiter wieder an eurer Seite zu wissen. Ja. Mehr können wir zu ihr auch nicht sagen. Wir haben dafür Erfahrungspunkte gekriegt. So. Namora hat sich als Halbalbin zu erkennen gegeben. Einigen dürfte das gar nicht gefallen, aber du selber zweifelst sicher an ihrer Loyalität. Auch hat Namoras Abstammung ein Problem für euch gelöst. Die Feuerklinge musste der Erzählung nach von einem Feind der Zwerge geführt werden, um ihre Macht zu entfalten.
Ja, supiduppi. Wie gesagt, komplizierter geht's nicht. So, das heißt, mit ihr haben wir geredet. Dann dürfte jetzt auch endlich Namora hier irgendwo rumhocken. Da sind die beiden. Ja, da hockt jetzt Namora herum und starrt ins Leere. Namora, kann ich dich kurz sprechen? Ja, erstmal fragen, was ist bitte mit deinen Eltern passiert? Deine Eltern, eine Beziehung zwischen einem Mensch und einem Alp ist ungewöhnlich. Meine Mutter hat mich allein aufgezogen. Ich weiß nicht, was aus meinem Vater geworden ist. Du blickst sie mitfühlend an. Namora bemerkt deinen Blick und zuckt mit den Schultern. Ich habe ihn nie gekannt und vermisse ihn deswegen auch nicht. Du nimmst ihr das nicht ab. Du hast deine Eltern auch nie kennengelernt und dennoch hast du sie vermisst, als Lord Ionan dich aufgezogen hat. Ja, wie bist du bei Rodarion Furgas gelandet, vor allem bei dem Verrückten? Ich habe mich gefragt, wie du als Schauspielerin bei Rodarion Furgas gelandet bist. Ich habe viele Orte gesehen und viele Dinge getan, die ich gerne vergessen würde. Ich wusste lange nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Doch dann traf ich Furgas. Es gibt keine Geheimnisse zwischen uns. Bei ihm musste ich mich nie verstellen. Er stellte mich Rodario vor und ich befürchtete das Schlimmste, doch er war begeistert. Er hat mich sofort in ein neues Stück eingesponnen. Das klingt nach Rodario. Das ist wahrscheinlich die Toleranz des irren Schauspielers. Ja. Wünschst du dir manchmal, du wärst nicht als Halbalbin geboren? Das ist vielleicht eine merkwürdige Frage, aber wünschst du dir manchmal... Ich wäre keine Halbalbin? Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Aber was bringt es? Ich wurde so geboren, wie ich bin. Und das kann ich nicht ändern. Und, naja, vielleicht hat es nun auch zum ersten Mal etwas Gutes. Meine Herkunft könnte der Schlüssel sein, das geborgene Land zu retten. Bis später. Ja. Ich blicke leider immer noch nicht durch, wo die anderen beiden sich rumtreiben. Ah, hier sind noch die beiden. Es ist einfach sagenhaft. Nein, es ist märchenhaft. Wir brauchen unbedingt ein großes Theater, damit wir den Spektatoren den Eindruck dieser Herrlichkeit vermitteln können. Es wird schwer, aber wir bekommen das hin. Es wird nur teuer. Es scheint, es gefällt euch hier. Ha, gefallen? Es ist unglaublich. Ich möchte fast kapitulieren. Nicht die beste Illusion vermag, das hier nachzuahmen. Aber sag, was führt dich zu uns, Tumdil? Ja, erstmal seid ihr euch sicher, dass ihr mit uns ins Tote... Nein, reden wir erstmal über Namora. Warum habt ihr nicht gesagt, dass Namora eine Halbalbin ist? Würden unsere Spektatoren davon wissen, würden sie schreiend davonlaufen. Und sicher verstehst du, dass wir auch einer Gruppe bewaffneter Zwerge nichts sagen konnten. Du musst zugeben, dass du selber nicht weißt, wie du reagiert hättest, wenn Namora sich schon in Mifordania zu erkennen gegeben hätte. Die Furcht und der Hass gegen die Albäe sind tief verwurzelt. Du hast sie kennengelernt, Tungdil. Sie hat Fähigkeiten, aber ihre Herkunft bestimmt nicht ihr Denken und Handeln. Sie ist die Liebe meines Lebens und ich müsste verrückt werden, wenn ich sie nicht bei mir hätte. Ja, da ist wirklich einer loyal. Nebenbei Loyalität, seid ihr beide wirklich sicher, dass ihr mitkommen wollt in den Tod? Jeder Schritt von hier an ist gefährlicher als der vorherige. Seid ihr sicher, dass ihr uns weiter begleiten wollt? Natürlich. Jede Geschichte braucht ein Ende. Was wäre es für ein Theaterstück ohne dritten Akt? Auf keinen Fall lasse ich Namora alleine mit euch in den Kampf ziehen. Ich stehe ihr bei. Ja. Auch wenn es nicht wirklich wichtig ist. Wie laufen die Pläne für euer Stück? Wie steht es um euer neues Stück? Gut, sehr gut. Die Heldentruppe, die auszieht, um Not-On zu bezwingen, unterstützt von der gildenen Königin der Zwerge vom Stamm der Ersten. Es wird eine wahre Herausforderung sein, diese Geschichte in all ihrer Größe zu präsentieren. Gibt es schon einen Titel?
Ich habe mich noch nicht festgelegt, aber im Moment denke ich an die heroischen Zwerge und ihre treuen Begleiter, die sich trotz aller Herausforderungen gegen Not-On stellten, um ihn zu vernichten und das geborgene Land zu retten. Ich muss weiter. Ruht euch aus. Ausruhen? Hast du dich einmal umgesehen? Maschinen, die eine ganze Stadt am Leben halten. Ich muss mir das unbedingt ansehen. Ja, also erstmal ist der Titel ein bisschen zu lang. Ein bisschen viel zu lang. Und zweitens, ja, Vogas ist total begeistert von dem Wasserrädchen da. So, noch einmal umsehen, dass wir auch ja nichts übersehen. Hier stehen uns natürlich wieder Wächter als unsichtbare Wand im Weg. Oder als unsichtbarer Wandersatz. Ja, selbst hier stehen sie uns im Weg. Wir sind einfach zu dick. Tungdil muss abnehmen. Ja, da hinten kommen wir auch nicht weiter. Also genießen wir nochmal hier den Ausblick. Auf die verbackten Wachen hier, die beiden. Ich habe sämtliche Metalle organisiert, die wir für die Feuerklinge brauchen. Ich bin bereit für den Aufbruch. Du nickst und schaust ihr dann ernst ins Gesicht. Wenn wir unterwegs sind, bleib im Hintergrund. Halte dich aus Kämpfen raus und meide jede Gefahr. Die Miene der Zwergin verfinstert sich. Wollen wir einen Probekampf machen, Herr Zwerg? Nein, bei Vakas. Ich weiß, dass Zwerginnen kämpfen können. Es geht um die Axt. Du bist die Einzige, die sie schmieden kann. Wenn dir etwas geschieht, können wir Not-On nicht aufhalten. Das Gesicht der Schmiedin entspannt sich. Dann huscht sogar ein Lächeln über ihre Mundwinkel. Ich kann schon auf mich aufpassen. So, zurück zur Königin. Seid gegrüßt, Königin Xamtis. Die Königin neigt leicht ihr Haupt und fordert dich damit zum Sprechen auf. So. Entschuldigt die Frage, aber ich habe noch nie von einer Zwergenkönigin gelesen. Entschuldigt die Frage, Eure Hoheit, aber wie kommt es, dass eine Zwergin auf dem Thron der Ersten sitzt? Die Königin lächelt. Sie hat offensichtlich auf diese Frage gewartet. Es begann mit einem Streit. Mein Vater schätzte den Rat meiner Mutter, aber sprach ihr die Befähigung ab, das Reich führen zu können. Das ärgerte sie und sie verlangte, den Gegenbeweis antreten zu dürfen. Schließlich einigten sie sich darauf, dass meine Mutter 14 Umläufe lang die Geschicke der Ersten lenken sollte. Genau in diese Zeit fiel ein Angriff der Trolle und meine Mutter schlug sie mit List und Mut in die Flucht. Als mein Vater den Thron zurückverlangte, widersetzte sie sich. Und die Clans folgten ihr. Die anderen Stämme waren empört und weigerten sich, meine Mutter zu empfangen. Doch unser Stamm sah, dass sie eine gute Königin war, und als sie vor 230 Zyklen starb, verlangte das Volk, dass ich ihr auf den Thron folgen sollte. Ja. Ist alles für die Reise bereit? Ist alles bereit für unsere Reise ins Reich der Fünften? Wir haben Wagen für dich und deine Begleiter bereitgestellt. Sind deine Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, wir können zu den Fünften. Ja, wir sind bereit. Die Königin nickt bedächtig. Sammelt eure Gefährten. Ich werde mit meinem Heer nach Osten marschieren. Aber täuscht euch nicht. Das Schicksal des geborgenen Landes liegt in euren Händen, nicht in meinen. Möget ihr Erfolg haben und heil zurückkehren. Vrakas sei mit euch. Jo. Die Ebenen von Tabain sind die fruchtbarsten im geborgenen Land und geben dem Königreich zu Recht den Titel der Ehrenebene. Der Osten des Landes ist in Aufruhr, seitdem das tote Land vorrückt. Und auch im Landesinneren scheint es mit der Ruhe vorbei, als eine Gruppe Fremder aus einem Loch im Boden kriecht. Warum suchen wir nicht einfach einen Tunnel, der nicht eingestürzt ist? Und wenn wir keinen finden?
Oberirdisch wissen wir zumindest, dass es einen Weg gibt, auch wenn er gefährlich sein wird. Gehen wir. Jo. Wir haben Boindal nicht mehr, dafür ist Boindil jetzt Level 9. Tungdil ist kurz vor Level 9. Ja, manche Leute brauchen halt mehr Erfahrungspunkte zum Anstieg als andere. Gut. Wir haben etwas Nahrung gekriegt, das ist schon mal sehr schön. Und jetzt sind wir nördlich von Torgoria. Und zwar genau auf der anderen Seite des geborgenen Landes, mehr oder weniger. Wobei, wir sind eher in der Mitte des geborgenen Landes. Hier sind zwei Fragezeichenmarkierungen. Einmal Ackerberg und einmal ein Ort, den wir nicht anwählen können. Wir können uns so auf dem Weg nach Ackerberg machen, ein bisschen Zeit ziehen. Aber erst einmal... Ja. Ist sie Nummer 3 in der Gruppe. So, und sie kriegt auch das Horn, das bei Spezialattacken den Schaden erhöht. Schildschlag. Ist böse. Und das ist eigentlich auch ziemlich böse, was viel Schaden verursacht, dieser Angriff. So, wir haben das Goldschiff, was wir verkaufen können. Und ansonsten haben wir nichts. Und davon können wir dann Essen kaufen. Wobei wir ja genug Essen haben. Genug Gold haben. Gryshaka ist, ungleich ihres Namens, eine riesige Stadt. Wenn du Rodario glauben willst, sollen hier mehr als 70.000 Menschen leben. Eine Zahl, die du dir nur schwer vorstellen kannst. Aber bei eurem Gang durch die Straßen zweifelst du nicht daran, dass es die Wahrheit ist. Solche Menschenmassen hast du noch nie zuvor gesehen. Wenn wir etwas suchen, um unseren Durst zu stillen oder um ein Dach über dem Kopf zu haben, dann empfehle ich das Gasthaus Güldenbrunn. Und auf dem Großmarkt können wir alles finden, was wir für unsere Weiterreise brauchen. Sag einfach, wohin es gehen soll, Tungdil, und ich zeige den Weg. Ja, erstmal auf den Großmarkt. Der Großmarkt am Südtor der Stadt macht seinem Namen alle Ehre. Einen größeren Markt hast du noch nie gesehen. Stände, groß und klein, soweit das Auge reicht. Hier gibt es alles, was man brauchen könnte. Und auch Dinge, für die du keinen Nutzen siehst. Während ihr euch durch die Menschen drängt, um zu dem Händler zu gelangen, den Rodario euch vorstellen will, überhörst du zwei Bauern, wie sie von Elben reden. Nein, ich sage es dir. Es waren Elben. Die blasse Haut, die spitzen Ohren. Was ist denn heutzutage los? Der Trönhortler aus Ackberg hat auch erzählt, dass er Spitzohren gesehen hätte. Wo steckt er eigentlich die ganze Woche? Da sind wir. Rodarios plötzliche Ankündigung lenkt deine Aufmerksamkeit weg von den Stadtbewohnern und hin zu dem Zelt, vor dem ihr stehen geblieben seid. Willkommen bei Brands Allerlei. Ich habe alles, was das Herz begehrt. Also ja, sie haben gesagt, dass jemand aus Ackberg wohl verschwunden ist und Ackberg ist ja da oben. Ja. Zeig mal dein Angebot. So, hier haben wir das gute Zeug. Also erst einmal das Essen. Dann können wir den Goldschild umsetzen. Und hier haben wir auch zum einen den besten Talisman. Also ich glaube, Tungdil besitzt schon das beste Teil. Und ja, das hier 100 Schaden, was Bavrakor besitzt. Nur die beiden können wir ersetzen, nämlich durch die beiden hier. Können wir uns sogar gerade leisten. Aber dafür verkaufen wir ja auch die, die wir nicht brauchen. War das jetzt das Richtige? Nein, das war das Falsche. Den hätte ich gern wieder. Und... Ja gut, zeig mir, was ihr im Angebot habt. Das ist jetzt irgendwie definitiv
gewaltig schief gelaufen. Also leider ist da irgendwas mit dem Handeln verbuggt. So, der Talisman der Heilung, den hätte ich gerne und dafür verkaufe ich seinen Talisman. Dann hätte ich gerne noch der hier, der den Schaden bei Spezialattacken erhöht und verkauft dafür ihren. So. So, dann zum Gasthaus. Ihr folgt Rodario durch die belebten Gassen, bis er vor einem heruntergekommenen, zweistöckigen Gebäude stehen bleibt. Du möchtest nicht glauben, dass diese Bruchbude das von Rodario empfohlene Gasthaus ist. Ihr wappnet euch für das Schlimmste. Doch das Innere des Gasthauses überrascht euch. Die Wände sind mit dunklem, fein verziertem Holz verkleidet. Der Boden ist sauber, die Tische biegen sich unter gutem Essen und im Kamin brennt ein warmes Feuer. Man soll ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Die Gäste mustern euch neugierig und viele nicken zum Gruß. Die hagere Frau hinter dem Tresen begrüßt euch lautstark. Rodario, du alter Gauner, was willst du denn hier? Und du bringst Zwerge mit? Ha, hab mein ganzes Leben lang keine gesehen und jetzt gleich mehrere in ein paar Tagen. Wir befinden uns auf einer wichtigen Mission, Madame Flori, und könnten einen Platz zum Übernachten gebrauchen. Rodario stellt euch vor und handelt einen guten Preis für ein paar Betten und ein Nachtlager aus. Ihr habt andere Zwerge gesehen? Entschuldigt die Frage, aber ihr sagtet, ihr habt in letzter Zeit schon andere Zwerge gesehen? Du denkst an Gandogars Gruppe und fragst dich, ob sie das Reich der Fünften schon erreicht haben könnte. Ja, ein netter Kerl aus dem Westen. Hat sein Zimmer für einen Monat im Voraus bezahlt und ist dann mit leichtem Gepäck verschwunden. Das Gesicht der Wirtin verdüstert sich. Das ist jetzt schon 3 Wochen her. Wenn er nicht bald zurückkommt, muss ich das Zimmer wohl wieder freimachen. Ja, gehen wir mal in das Zimmer des Zwerges. Du gibst Namora ein Zeichen und schleichst dich ins erste Stockwerk. Augenblicke später erscheint die Halbalbin und zu deiner Überraschung auch Balindis, die etwas mitbekommen haben muss. Ich will wissen, was für ein Zwerg hier herumschleicht. Vielleicht gehört er zu Gandogars Gruppe. Nachdem ihr euch bei diversen Gästen für euer Eindringen entschuldigt habt, bleibt nur noch eine Tür, die ihr nicht ausprobiert habt. Namora knackt das Schloss und ihr betretet ungesehen das Zimmer. Der Raum ist ähnlich gestaltet wie der Schankraum und größer als jedes Zimmer, das du bisher im Gasthaus gesehen hast. Und das für einen einzigen Gast. Auf dem Tisch liegen Landkarten, diverse Zettel und 3 Notizbücher. Ja, untersuche die Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen sind teilweise in Zwergisch geschrieben und teilweise in der Sprache der Menschen. Zu dritt überfliegt ihr sie, bis Balindis dich auf eine Karte aufmerksam macht, auf welcher der Weg aus dem Reich der Ersten ins Reich der Fünften eingezeichnet ist. Was bringt einen Ersten dazu, ins Tote Land zu reisen? Oder gar ins Reich der Fünften? Du glaubst, eine Erklärung gefunden zu haben. Hier, dieser Brief. Ich habe einen Weg gefunden, aber ich weiß nicht, ob ich sicher mit Sternenreißer zurückkehren werde. Deswegen hinterlasse ich dir, lieber Baris, meine Aufzeichnungen. Mögest du und so weiter. Sternenreißer? Du bist in den Aufzeichnungen schon zuvor einige Male über den Namen gestolpert, zuckst aber nur die Schultern und wirfst den Brief enttäuscht zurück auf den Tisch. Du hattest gehofft, Neuigkeiten über den Verbleib der anderen Gruppe zu erfahren. Ein Schwert. Angeblich wurde es Giselbart Eisenauge von einer Karawane aus dem jenseitigen Land geschenkt. Wir haben es hier wohl mit einem Schatzsucher zu tun. Ja. Dann verlassen wir mal den Ort. Wir haben Nahrung für 22 Züge. Das dürfte reichen, um hier oben ein bisschen rumzuziehen. Wir haben jetzt auch neue Ausrüstung. Für unsere beiden. So. So.